Hi Leute, ich bin's Malte von Uetersen TV und falls ihr ein bisschen mehr über Zeugnisnoten erfahren wollt, seid ihr jetzt richtig. Guten Tag, Frau Rode. Hallo Malte. Tag. Wir haben uns ja fürs Interview angemeldet und wollten fragen, ob wir das jetzt machen können. Ja, das können wir jetzt machen. Okay, danke schön. Gut. Hallo Frau Rode, danke, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben. Ja, gerne. Was für Zeugnisarten gibt es denn eigentlich? Im Kontext von Schule gibt es im Wesentlichen zwei Zeugnisarten, nämlich einmal das Berichtszeugnis und einmal das Notenzeugnis. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Berichtszeugnis und normalen Zeugnisnoten? Ja, das Berichtszeugnis gibt in Form eines Textes Rückmeldung über die Leistung einer Schülerin oder eines Schülers und das Notenzeugnis gibt in Form einer Zahlrückmeldung. Und der Unterschied besteht im Wesentlichen darin, dass dem Berichtszeugnis der Ruf nacheilt. Es könne sehr viel differenziertere und sehr viel genauere Rückmeldung geben über das Bild, das ein Schüler von sich zeigt im Unterricht und auch außerhalb des Unterrichts. Und das Notenzeugnis gibt eben nur in Form einer einzigen Zahl Rückmeldung und wird aber häufig als vergleichbarer angesehen mit dieser Zahl von Eltern, aber auch von Schülern. Warum gibt es denn an unserer Schule Zeugnisnoten und keine andere Art von Zeugnis? Ja, welche Art von Zeugnis es gibt, darüber entscheidet die Schulartverordnung. Es gibt verschiedene Schulartverordnungen für verschiedene Arten von Schulen. Das heißt, die Grundschulen haben eine andere Schulartverordnung als die Gymnasien. Und für uns ist die sogenannte SAVO-GYM, die Schulartverordnung für Gymnasien, zuständig. Und danach sind wir dazu verpflichtet, Notenzeugnisse zu geben. Wir ergänzen die Notenzeugnisse ja durch die Rückseite des Zeugnisses mit den Kreuzen, die ein bisschen Auskunft geben über Sozialverhalten und über das Lernverhalten der Schülerin oder des Schülers. Was meinen Sie denn persönlich? Was würden Sie für Zeugnisse bevorzugen? Also ich persönlich glaube nicht daran, dass man einen Menschen bewerten kann mit einem Text oder mit einer Note, sondern es ist nur die Leistung, die wir bewerten. Und das versuchen wir so gut wie möglich hinzubekommen. Und dennoch glaube ich, dass wenn wir Notenzeugnisse geben, wozu wir jetzt als Gymnasium verpflichtet sind, dass es ganz, ganz wichtig ist, im persönlichen Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern ihnen Rückmeldung zu geben zu etwas mehr als zu dem, was man in Noten einfangen kann. Vielen Dank nochmal an Frau Rode, dass sie sich die Zeit genommen hat. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.